Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Tourist Bus Simulator. Wir sollen unsere erste Fahrt machen. Das heißt, heute werden wir das erste Mal Passagiere transportieren hier mit unserem einheimischen Unternehmen. Wir gehen mal schnell rein. Gehe zum Faxgerät. Dann machen wir das mal schnell. Klicke auf diesen Button, um die verfügbaren Aufträge zu sehen. Klicke anschließend auf einen Auftrag und bestätige diesen. Deinen angenommenen Auftrag findest du durch Klick auf den Button hier auf dieses Symbol. Okay, ich verstehe. So, aktuelle neue Aufträge. Wir sollen die Linie 11 fahren, El Matorral zum Airport. Bekommen dafür 500. Dann werden wir das mal machen. Wir haben den angenommen. Zack. So, und was passiert jetzt? Öffne den Kalender. Das können wir eigentlich auch mit dem Dings machen. Hier können wir den Kalender öffnen. Da brauchen wir nicht immer laufen. Und wir sollen jetzt hier hinspringen. Ne? Okay, haben wir getan. Steige in den Bus ein. Bin ich wieder zu schnell? Ich möchte nicht immer so schnell laufen. Bevor wir jetzt losfahren, muss ich erstmal schauen, was wir alles an. Wir müssen Lichter anhaben, wir müssen WLAN anhaben und so weiter und so fort. Wobei WLAN haben wir eigentlich noch gar nicht. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Komm einmal erstmal an. Dann gucken wir mal, was wir jetzt genau hier einstellen müssen. Also, hier können wir zumachen vorne. Dann können wir anmachen. Den Ansage abspielen braucht man nicht. Fahrmonitor ein. Haben wir. Fahrgastmonitor ein. Der müsste ein sein, ne? WC-Freigabe ein. Und WLAN ein haben wir auch. Hoffe ich zumindest mal, ne? So, machen wir uns Licht noch an. Und was haben wir hier? Die Klimaanlage können wir auch anmachen. Und ich würde sagen, wie stellen wir die ein? 20 Grad, oder? Ist 20 Grad okay? Ich denke mal schon, ne? Gut, dann würde ich sagen, gucken wir. Ah, Moment. Wie kriege ich mein Hut zurück? Ich muss eben schauen noch einmal, wie ich mein Hut zurückbekomme. Hat ist H. Ne? Ja, warte, Zielanzeige müssen wir auch noch anmachen. Ne? Ich möchte gerne mein Hut anhaben eigentlich. Ne? Steuerung. Mit Tab kriege ich den hin, oder? So, jetzt ist. Müsste der da sein? Ja, jetzt ist es da. Also am Anfang noch, weil ich noch nicht weiß, wo wir hin müssen, machen wir es, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir unsere ersten Passagiere mal holen. Hier ist frei, der wartet. Okay, dann fahre ich. Dankeschön, Jungs. Weiß gar nicht, ob die Sounds euch zu laut oder zu leise sind. Da müssen wir mal schauen. Was wird's hier links? Ist frei und da kommt einer.
Da kommt mal rein, Leute. Hi. Hallo. Hoffentlich gehen die alle hier in den Bus rein. Hi. Hallo. Munza Rooster. Hallo. 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 Ja, willkommen an Bord, meine Freunde. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Flughafen und ich denke mal, wir werden eine angenehme Reise haben. In diesem Sinne sollten beide Türen zu sein und wir können los. Da vorne ist schon der Airport. Also das war jetzt nicht wirklich eine Tour, die lange dauert. Aber wir müssen halt auf unsere Geschwindigkeiten achten, ne? Das ist der Knackpunkt. So, nehmen wir hier die Busspur. Ja, 30 hier. Diese Tage noch selber hier angekommen. Jetzt das erste Mal mit Passagiere. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Wir sind ein bisschen zu schnell. Sollten wir vielleicht fixen. Auch die Busspur hier. Wir wollen ja nicht so negativ auffallen hier. Und ich hoffe, unsere Fahrgäste hatten eine angenehme Reise. Das erste Mal hier mit uns. Und die sind sicher zum, ja, hier zum Airport gekommen. So, dann wollen wir mal hier. Mache ich euch hier noch die Klappen auf, falls ihr Gepäck habt. Aber es sieht nicht so aus. Guck mal, unser Hus hier hinten. Aber dafür gibt es ja halt den Ruß-Partikelfilter, ne? Zumindest bin ich mal froh, dass VDL uns es ermöglicht hat, so schnell einen Bus hier hinzuliefern. Wobei die anderen natürlich größer sind. Hätten wir uns auch holen können, MAN, aber... Na, ich weiß nicht. Ich finde VDL da ein bisschen besser. Vom Komfort her. So, ich nehme euch wieder zurück jetzt nach El Matorral. Mal gucken, ob wir hier schnell rauskommen. Thank you.
Ja, ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren hier, aber ihr seht, das läuft so langsam von der Hand, ne? Wir wollen ja auch nicht, dass den Passagieren schlecht wird, beziehungsweise unseren Gästen. Dann könnten wir vielleicht schon mal direkt tanken gehen oder vielleicht in einer der nächsten Folgen. Doch wir sollten tanken gehen. Pass mal auf, wir gehen mal hier tanken. Weil, wie gesagt, wir brauchen den Bus jetzt öfters. Sollte man eigentlich ohne Passagiere machen, oder? Wie kann ich tanken? E. Okay, jetzt kann ich tanken. So, dann sehen wir jetzt den ersten Wirtschaftsaspekt. Denn wir tanken jetzt hier, ne? Mach den Hobel mal voll. Boah, das ist aber laut. Tja, 300 Liter, 400 drinne. Und so geht die Kohle natürlich weg. Achso, ich muss Bremse treten. Vergesse ich immer wieder. So, wir können mal gucken. Also, links ist der Tank, rechts ist AdBlue. Ne? Seht ihr jetzt da? Also AdBlue ist noch genug drin. Und links ist der Tank für die Leute, die sich mit VDL jetzt so nicht auskennen, ne? So, da wollen wir mal los. Gucken, dass wir jetzt hier unbeschadet rauskommen. Ich glaube, das gibt keinen. Nur ein paar Meter zurück. Da was? Ne, kommt nix. War gerade schon wieder ein bisschen knapp. Wie gesagt, jede Beule wird uns jetzt richtig Geld kosten. Deswegen sollten wir vernünftig fahren. Kannst den Leuten schon mal schwindelig werden, wa? So, wir müssen jetzt hier abbiegen. Es ist schon eine Umstellung von einem Lastwagen auf einen Bus.
So, und dann haben wir einmal die Passagiere zurück und damit haben wir auch unsere erste Fahrt schon hinter uns geschlossen. Dann mache ich euch noch die Luke auf. Falls ihr Gepäck habt. Na, nicht wieder zumachen. Aber so viele Leute hatten gar nicht so viel Gepäck mit. Komm ich jetzt hin hoch? Jetzt komme ich hier hoch. So, und jetzt gleich kriegen wir XP. Unser Bus wird doch mit der Zeit dreckig und sowas alles, ne? Aber wie viel kommen denn da noch raus? Alle Haltestellen wurden angefahren, Fahrgäste wurden an der Haltestelle zurückgelassen. Servicewertung 47%, Unfälle 0, Radarkontrollen 0. Sehr gut, 653 EP. Jetzt gilt es zu begründen, warum wir so wenig EP bekommen haben, aber das machen wir in einer der nächsten Folgen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück zum Hof. Und ich denke mal, dann ist diese Folge auch zu Ende. Versuch mal hier reinzukommen jetzt, ohne dass mir ein Bus da entgegenkommt. Oder ein PKW. Ja, falsche Richtung auch noch geblinkt. Wir sollten hier langsam fahren, weil wir wohnen hier und wenn, beschweren sich nachher die Leute. Wir könnten mal eben hier noch hier mitnehmen. Dann haben wir 1 von 11. Wie gesagt, die brauchen wir später alle. Ja, bei der Außenansicht, damit ihr auch mal was seht. Oh, da haben wir schon angeeckt. Das war jetzt nicht so toll. Da habe ich nicht aufgepasst, da vorne, aber es ging jetzt schon. Ja, so muss man hier aufpassen. Aber ich denke mal, dass das so okay ist. So, dann machen wir hier alles mal aus. Dann hatten wir ja hier noch Licht an. Und hier die Klima, die ist aus. Sehr gut. So, der erste Mitarbeiter. Wir brauchen jetzt einen neuen Mitarbeiter. Oder wir stellen jetzt den ersten Mitarbeiter ein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Gucken wir mal, haben wir jetzt uns einen Kratzer hier reingefahren? Nee, eigentlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, sind wir wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.